Der LOL-Gamer fragt Pete Smeed: Welcher Mensch hat euch am meisten berührt? Am meisten berührt hat mich meine Freundin, wenn ihr versteht, was ich meine. Aha. Nein, aber ernsthaft. Schwierige Frage. Also am einfachsten wäre jetzt hier natürlich zu sagen, ja, Gandhi, der immer die klugen Sachen gesagt hat, oder Mutter Teresa, die sich aufgeopfert hat und solche Geschichten. Aber das hat mich nie wirklich, es ist irgendwie nicht so mein Ding, dass mich das dann persönlich mitnimmt und berührt. Deswegen kann ich die Frage leider nicht wirklich erfolgreich beantworten. Was mich halt emotional berühren kann, sind irgendwie fiktionale Werke, was eigentlich voll die traurige Vorstellung ist, dass Real-Life-Dinge mich irgendwie kalt lassen, aber wenn ich dann irgendwie tolles fiktionales Werk sehe, dann nimmt mich das mit oder so. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall strange, aber ich habe keine vernünftige Antwort auf die Frage. Also richtig berührt, nee, fällt mir gar keiner ein. Nee. Die Person, die mich am meisten berührt hat, boah, das ist eine gute Frage. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die Gutes getan haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was man auch immer von Michael Jackson halten möge, ja, ob die Gerüchte stimmen oder nicht, ich möchte mir darüber kein Urteil bilden, denn ja, das sind einfach Sachen, die die Medien in die Welt gestreut haben und ich finde, dieser Mensch hat so viel Gutes getan, meines Erachtens. Ich finde die Musik von dem so toll, also die Texte generell und was er an Songs geschrieben hat und was er im Leben erreicht hat oder auch generell das, was er einfach an Charity gemacht hat. Also für mich mit einer der größten Künstler überhaupt, auch menschlich gesehen. Was hinter der Fassade ist, kann ich nicht beurteilen, werden wir vermutlich auch niemals erfahren, denn erzählen kann er sonst nicht mehr. Aber ich würde an dieser Stelle einfach mal den Namen Michael Jackson in den Raum werfen. So, jetzt fall ich voll raus. Ich glaube, keiner. So richtig. Also zumindest kein berühmter Mensch. Meine Eltern und so auf jeden Fall. Aber das sagen wir dir, wie es ja schon in der Frage, Martin Luther King, boah, voll der geile Chavo, Alter, mein ganzes Leben, deswegen. Ne. Einstein nicht, Hitler nicht, keine Ahnung, Helmut Kohl, Politiker generell, Wissenschaftler. Teilweise bedeutende Leistung gebracht, teilweise Bullshit gemacht, teilweise gab es große Persönlichkeiten, teilweise gab es große Wichser. Ne, tut mir leid. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht so einen Menschen, der mich so krass irgendwie berührt hat, wie irgendwie Martin Luther King oder sonst wer, ja, Papst oder was auch immer, keine Ahnung, nee. Also ich habe jetzt irgendwie keinen, wo ich, also mir fällt halt keiner ein, wo ich spontan diesen Namen in die Runde hauen würde. Tja, von daher würde ich sagen, am meisten berührt hat mich, ich habe mich selber am meisten berührt. Ha, 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 ha. Guck, hier, wieder. Was meinst du mit berührt? Also im Sinne von, keine Ahnung, ich meine, da steht berührt, aber du meinst nicht gerührt, so von wegen, oh shit, sondern, hä, Martin Luther King? Nee. Ich habe keine Ahnung, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Welcher Mensch hat mich am meisten berührt? Meine Mutti, als sie mich geboren hat. Keine Ahnung, habe ich keinen. Habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht. Es gab einige Menschen, die halt Großes vollbracht haben, was sozusagen die Menschheit weitergebracht hat und was ich halt auch gut fand, aber da gibt es halt eine Menge von und da würde ich jetzt keinen bestimmten rausnehmen. Ja. Keine Ahnung. Was für eine Frage. Nö. Ich ziehe das Video noch ein bisschen in die Länge. Martin Luther King. Ja, ja. Ich bin ein Berlin. Was haben wir noch für ein Quatsch? Ah, nee, okay. Nee, fällt mir keiner ein. Tut mir leid. Kein bestimmter.